wenn ein Mensch dir begegnet und dich so anspricht in einem Moment und auch berührt, was du in diesem Moment nicht haben kannst. Aus der unbewussten Sicht willst du ja freundlich und nett sein und wirst das über dich ergehen lassen, weil du das Licht sein willst, weil du der liebenswerte Mensch sein willst. Aus der bewussten Sicht kannst du die Kraft des Dunklen nützen. Und die Kraft des Dunklen ist in dem Moment Nein zu sagen. Halt, stopp. Dunkelheit ist Negativität, also Nein. Und das kannst du aus einer Kraft sagen. Diese Kraft ist durchdrungen. Wie ist sie denn durchdrungen? Negativität steigt auf als Gefühl und du kannst es empfangen, weil du offen dafür bist. So, und weil du das erlebt hast in diesem Moment, wie ein negatives Gefühl in dir aufsteigt und du dem mit dem offenen Herzen begegnet bist, wie sich das stabilisiert, dass es dich stark macht, bekommst du in dir eine Kraft, die genau weiß, wie sie mit Negativität umgehen kann. Das heißt, wenn ein Mensch auf dich zukommt, in eine Wortwahl oder auch in eine Berührung, die du nicht gerne hast, kannst du in dem Moment diesen Menschen genau mit diesem gleichen Gefühl begegnen oder mit der genau der gleichen inneren Haltung begegnen, wie du deinem Gefühl begegnet bist. Aufnehmend und klärend. Du bist in dem Moment authentisch, weil du dir darüber im Klaren bist, dass das, was an dich jetzt herangetreten wird, nicht erwünscht ist. Aber du kannst es weich aufnehmen und Grenze aufzeigen.